Moin Moin, was knistert denn da? Mamba. Nee, Quatsch, nicht Mamba. Hier, wie heißt das nochmal? Frit. Aha. So, ich bin hier hinten durchgebrochen. In der Nacht. War natürlich doof. Habe natürlich ein paar Zombies mitgekriegt. Hab da provisorische Tür gemacht, aber wir sind hier irgendwo seitlich rein. Dann musste ich da nochmal hier mit Steinplatten ausbessern und habe jetzt nochmal zwei Tresortüren gebaut, die diesen Gang auch nochmal, ja, sichern. So, und wir wollten jetzt nochmal zur Schlachterei, oder was? Mhm. Ja, und dann müssen wir aber uns um die Verteidigung kümmern, definitiv. Mhm. Mhm, das heißt auch reparieren. Mhm. Mhm. Bist du ein Blanker? Da hinten? Mhm. Das ist immer gut. Entschuldigung, ich habe doch ein Fritt gegessen. Ja, ist mal ein Fritt. Wow, ist das ein Kau. Ja, noch alte Werbeslogans hier. Mhm. Damit wir echt noch unterzeichnen, dass wir alt sind. Wir sind Kinder der 90er. Psst, psst, so laut. Wir hatten damals noch ein Wählscheibentelefon. Das kennt die Jugend von heute gar nicht mehr. Die kennen doch nicht mehr Telefonzellen. Hm. Ja, kennen sie? Ich weiß es nicht, vielleicht aus alten Filmen. Alte Filme gucken die sich doch gar nicht an. Ach stimmt, für die ist ja sowas dann teilweise wie Alien zu langweilig. Ja, da schlafen die ein bei. Furchtbar. Naja, so ist das halt. Dafür fahren wir jetzt hier schön im Sonnenaufgang entgegen. Du bist abgebogen. Kann es sein, dass wir den Schlachter da nicht angeguckt haben, sondern uns mal woanders den Schlachter... Doch. Doch, die Tür war schon offen. Ich sehe den Heinrich da hinten kommen. Ich verstecke mich jetzt hier hinter dem Schild. Dann schieße ich auf ihn. Scheiße. Ich habe da nur auf blauen Dunst gezielt. Mhm. Ich auch nicht. Ach, stimmt, hier waren wir. Wo geht's denn rein? Wo bist du? Ah, hier. Ja, durchs Fenster. Ah. Ich war schon auf dem Weg in die Küche. Weil das Interessante war doch der Keller, oder nicht? Nee, hier in der Küche ist auch noch eine ganze Menge. Tierquälerin, Tierquälerin. Wieso? Nur so, wie war danach? Hm, schön das Geschmatter kaputt machen. Hm. Wir räumen nur die Küche etwas auf. Räumt aber bitte so zu Hause nicht eure Küche auf. Lasst die Küche gar nicht erst so weit verkommen. Ah, in den Keller warst du schon? Nein. Didim, didim, didim. So weit bin ich gar nicht gekommen. Warte. Jetzt kannst du. Oh. Ich wollte da irgendwie hoch.
Ich arbeite mich hier mal durch die... Ja. Durch dieses Schlachtdings. Ja, hier stehen ja überall welche rum. Ich habe bestimmt auch ein oder zwei übersehen. Na gut, dann komme ich mal runter. Letztes Mal sind wir hier nämlich, glaube ich, nur durchgewartet. Ja, wir haben es nicht auseinandergenommen, definitiv nicht. Gibt's auf jeden Fall richtig schön Nitrat. Ach, schon 126 Orangen. Schon sieht es hier nicht mehr so schlimm aus. Ne? Nee, wir sind aufgeräumt hier. Toll, das hast du so erschossen, dass man kaum drankommt. Doch, komme ich. Weil hier ist schon ein Teil vom Käfig kaputt. Nein! Ach, verdammt. Was machst du denn? Ich wollte hoch. Warum? Ach, hier geht's raus. Warum? Darum. Da ist ein Rucksack. Mit ein Glas drin. Wow, es hat sich voll gelohnt. Das war's schon, wir sind fertig durch hier. Mhm. Hm. Auf dieser Seite. Wir waren noch nicht oben. In der anderen Hälfte des Hauses. Können wir erstmal nach oben. Hallo Schweinchen. Ich glaube von außen klopfen so die ersten Zombies an. Oh! Oh? Leuchte, Renner! Ah! Ey, warum treffe ich die nicht, verdammte Axt? Na los, steh auf, leuchte. Nahkampf! Nahkampf! Ah! Hi. Hi. So können wir es immer machen. Die konzentrieren sich einfach auf dich und ich schlag sie dann von hinten ganz mutig tot. Ein Hemd. Oh, schön Flanell. Zerlegt. Ah. Oh, da war Nitrat. Ah ja, hier wohnte Grace. Aber Grace ist wohl entkommen. Hm. Gut für Grace. Was denn? Oh. Ach, du bist langsamer. Hier steht noch ein Frame vom letzten Mal.
Ah, über dir am an der Tür. Da kommt ein dicker. War langsamer. Oh, die Tiere kannst du töten. Hast du da welche? Ja, hier in der Ecke sind zwei Stück. Mach jetzt auch noch einer. Ich bekomme sowas gerade eben wie ein Gewissen. Ich möchte gerade keine Tiere mehr töten. Oh. Zombies schon eher. Der hängt aber gut ab. Irgendwo ist eine Spinne. Oh, eine Leuchtespinne. Ja, ich hör's. Sie versucht sich in deine Richtung durchzugraben. Ist aber auf der anderen Seite oder ist jetzt schon durch? Ich seh sie noch nicht. Hi. Alles okay bei dir, Heinrich? Nein, ich bin im Nahkampf. Gut, hab einen Knochenbruch, hab den Nahkampf aber überlebt. Ach, da bist du, hallo. Ja, da wollte sich hier so durchbuddeln. Ah, du bist dann ins andere Haus gegangen, okay. Wenn nicht freiwillig. Ah, okay, hier war sowieso nichts mehr. Jetzt noch, könnte jetzt ein bisschen Klebeband gebrauchen. Sorry, ich habe Knochen, aber das war's. Ja, habe ich auch nicht, also... Wow! Oh, da kommt noch einer. Warum? Was willst du? Oh, da kommt er wieder. Muss ich mich erstmal verbinden. Mach das. Ich glaube, wir haben jetzt den Rest, das restliche Haus hier geweckt irgendwie. Ich glaube auch. Oder ist das alles von... War hier nicht irgendwo auch das Superkorn? Das haben wir hier gefunden damals. Ja, ja. Das, ich habe ja, kann ich schon selber anpflanzen. Ich glaube, die sind alle unten. Ich glaube auch. Ich gehe runter. Wo gehst du runter? Beim Superchor. Guck mal draußen. Jo, die sind draußen. Ja, es sind drei Zombies, die draußen sind. Wow, mega Alarm dafür. Oh, hier geht's auch schräg, ganz doof. Ach, noch einer. Ich sehe nix. Ja, lass mal auch Zombie sein. Ah, da sind sie. So. Haste. Jo.
Ja, dann sind wir hier durch, ne? Nee, wir waren ja da noch nicht, wo da der Super-Eber war. Wo war denn der Super-Eber? Da war ja noch ein Keller. Aha. Hab ich schon irgendwie vergessen. Hier war ja noch das menschliche Schlachthaus. Was für ein Bild. Was denn? Achso. Toll, räumen wir hier für die ganzen Kannibalen auf, ey. Ja, damit die Kannibalen wieder alles dreckig machen können. Ja, ich hoffe, dass sie das machen, weil dann kriegen wir wieder Nitrat. Auf der Nitratseite war das sehr erfolgreich. Ich habe 218 Nitrat schon gesammelt. 136. Wie hatten wir denn damals den... Ach ja, von hier oben dann, ne? Genau. Brauchen wir wieder neue Bolzen. Super Eber! Achtung, nicht drauf treten da, ne? Ja, ja. Ich schieß jetzt los, also... Ist okay, ich bin auf der anderen Seite, ich kann den dann von hier erschießen. Hast du das gerade mitbekommen? Was? Ist er schon tot? Ja, ich hab ihn... Jetzt ernsthaft? Du hast ihn gerade mit einem Schuss getötet? Ich hab ihn voll ins Auge geschossen und dann ist er tot. Alter. Super Eber. Ja. Hat sich gelohnt, ne? Der gibt auf jeden Fall ordentlich Fett. Jetzt wissen wir, wo wir unser Nitrat herkriegen. Ja, aber ich fürchte, dadurch, dass wir jetzt hier dieses Ganze, was auf dem Boden liegt, wegmachen, das befürchte ich, kommt nicht wieder. Hm. Na, dann bräuchten wir so jemanden wie John Wick. Der hinterlässt immer einen Haufen Leichen, die man wegräumen kann. Hm. Ja. Ha, 286. Ach, hier ist auch noch ein bisschen was.
Oh, hier geht's wieder hoch, ne? Aber da habe ich gerade auch noch ein bisschen Munition gefunden. Aha, hier kam bei Grace. Das war dann Grace, okay. Ich bin durstig. Dann trinke doch etwas. Mach ich auch. Wer stört mich? Wer will was auf die Fresse? Aua. Aua. Ja, das war Grace. Ja, und das war die Kannibalenfarm 2.0. Ich dachte gerade, du wärst ein Zombie. Ich hätte fast auf dich geschossen. Hm. Hab ich mir schon gedacht. Ich sagte fast. Mal, da ist noch ein Auto. Oh, jetzt sind gerade eben, als ich reingegangen bin, sind Zombies gespawnt. Zwei dicke und ein Wildschwein. Oh, und eine Schlange. Wow. Achtung, Zombies von oben. Oh, hier ist ein Footballspieler. Das war wohl der Kopf. Hey! Aua. Ey! Wer erwischte mich denn schon wieder hier? Ey! Wo kommst du denn her? Ist ja unfair. Ey, jetzt kriegen sie von hinten. Was ist denn los hier, verdammt? Ah, die Schlange! Schlange tot! Arschlöcher. Oh. Verdammt. Muss ich mal kurz heilen. Noch eine Schlange. Hier die Schlange. Schlange. Ich treff sie nicht. Hab mich erwischt. Jetzt hab ich sie. Dreckige Kackschlange. So. Jetzt ist der Laden hoffentlich sauber. Die kommen ja von überall hoch und runter. Schrecklich. Oh, hier sind auf jeden Fall noch Reste, die man zerlegen kann. Ohne Schatzkarte. Sarahs Schatzkarte habe ich gefunden. Oh, vielleicht sollten wir mal wieder auf Schatzsuche gehen. Das finde ich auch. Wir haben so wenig Schatzkarten. Früher gab es die viel häufiger. Aber das macht es jetzt was Besonderes, finde ich. Wenn es die nicht so häufig gibt. Ich glaube, wir haben auch in unserer alten Basis, müssten wir auch noch ein paar Schatzkarten haben, tatsächlich. Ja? Also nächster Tag ist ja sowieso erst nochmal Vorbereitung. Ne? Weil die blutrote Nacht wieder ansteht. Aber nach der blutroten Nacht, finde ich, könnten wir auf Schatzsuche gehen. Schön Wildschwein. Ja, ich habe hier auch eins erlebt. Ah, oh, hier sind noch ganz viele Zombies hier oben. Ach, wie schön. Wir kommen gleich runter. Ja, ich sehe so. Hey. Cheer, Tussi. Achtung, ein schneller Tourist ist dabei. Wow! Sag doch Achtung.
Der ist voll auf mich draufgefallen. Oh, der rennt hier auch noch. Ja, sag ich mal, schneller. Siehst du, hast du gekillt. Aber ganz souverän. Mach mal wieder schöne, kontrollierte Zombie-Kloppe. Ist auch mal wieder nett. Oder? Jo. Zombie-Smash. Ah. Hier oben ist noch ein Leuchtegegner. Das heißt, es wäre cool, wenn du irgendwie hochkommst. Und dann kann der ja leuchten, wie er will. Ja. Oh, er kommt schon. Und ein Bulle, der kotzt. Ah, das schießt sogar sehr gut, der Bulle. Ja, der Leuchtetyp war gerade direkt hinter mir. Bulle ist runtergefallen. Ja. Leuchtetyp auch. Ah, spring! Okay. Was war's mit dem Leuchtetypen? Der hatte mal geleuchtet, ja. Ja, er leuchtet immer noch, aber er tut ansonsten nichts mehr. Bulle auch tot? Jo, Bulle auch tot. Ach, da bist du. Hi. Wo kommt denn der Stein her? Vom Dach? Ja, wir hatten hier, glaube ich, mal mehr gehabt, aber... Naja, hat sich jetzt nicht so gelohnt. Entschuldigung. Bin hier in dein Getreidesilo gefallen. Ah, da wollte ich auch gleich hin als nächstes. Wollen wir das Getreidesilo einstürzen lassen? Nee, war es schon drin oder was? Ja. Echt? Was glaubst du, warum ich so geschrien habe? Weil da oben gab es Waffen, ne? Keine Ahnung, ich bin runtergefallen. Ich wollte jetzt eigentlich jetzt, so quer rüber. Hier sind keine Waffen. Zumindest nicht drin. Hui, yep. Kommst du noch ins Silo? Ja, ja. Warte. Geh aber hier rein. Aber man wandert, wenn man... Oh, schon wieder. Wenn man aber runterfällt, landet man weich auf Heubein und kannst von oben einfach runterspringen. Sicher? Ja, ich bin schon zweimal runtergespallt. Aber hier war wirklich mal was. Irgendwas Tolles. Ich weiß auch nicht mehr, was. Kisten oder so. Es ist toll, ja? Wenn man hier runterspringt. Hast du dir das Bein gebrochen? Ja, richtig fett. Ich habe mir gar nichts getan. Ich habe hier richtig rot gebrochen. Oh, es tut mir leid. Ich habe mir gar nichts getan.
Ups. Oh je, ich glaube, ich hau lieber ab, der erschießt mich gleich. Soll ich dich von deinem Schmerz erlösen? Nee. Ich hab eine Pistole. Fahr jetzt nach Hause, ey. Wo ist denn mein Brummbrumm, Töff, Töff, Brumm? Oh, Frames. Kann bloß nicht mehr. Ich renne gerade. Man sieht's nicht, aber ich renne. Ich hab solche Schmerzen. Es tut mir leid, Heinrich. Ja, ja. Ah. Kann ich auch. Ich fahr jetzt nach Hause. Ey! Oh, getroffen? Ja. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte einfach dein Moped treffen. Nein, du hast mich getroffen. Also, wir quits. Okay. Jetzt schnell nach Hause, was ging's? Warte mal, komme ich überhaupt dann in unsere Verteidigungsbasis? Mit einem gebrochenen Bein. Kannst du ja einen Frame hochsetzen. Ja, ich setze meinen Frame hoch. Brauche ich ja so auch. Ja, ich weiß nicht, wollen wir morgen die letzten Reparaturen und Aufbesserungen filmen oder lieber dann zur Roten Nacht direkt einschalten? Ne, ich glaube, wir machen dann direkt zur Roten Nacht. Ich denke auch. Ich wüsste sonst gar nicht, dass wievielte Vorbereitungsspezial es schon wäre. Wobei, wir haben gar nicht so viele Vorbereitungsspezial genannt. Naja, aber ja, es ist halt immer dasselbe halt, ne? Ja. Bisschen reparieren, bisschen hier, ein bisschen da. Ach, wir überlegen uns das einfach nochmal. Ja. So, und die letzte Zeit nutze ich noch in meinem Tunnel. Genau, aber ich würde sagen, wir können jetzt schon einfach einen Break machen. Ja, oder? Ja, ich denke auch. Genau, ich kriege jetzt nach Hause. Mach das. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.